Hey Freunde, wir sind zurück und ich war gerade dabei, das nächste Video vorzubereiten. Das heißt, wir kennen das ja, wir simulieren ja, wir spielen ja nur die Spiele gegen Teams, gegen die wir noch nicht gespielt haben in dieser ersten Season, um einfach einen Fortschritt zu haben. Und ja, ihr seht gerade, was auf dem Bildschirm was aufgepoppt ist und was so ein bisschen überraschend aufgepoppt ist. Das ist ähnlich wie damals das Aufpoppen unseres, hey, du bist berufen in die AAA. Und zwar sehen wir hier die Nachricht: Congratulations, you have been chosen to represent the USA in the 2015 All-Star Futures Game. Would you like to stop simulating? Ja, wir wurden also in das 2015er zukünftige All-Stars der Zukunftsspiele reingeworfen. Also scheinbar ein Spiel, das was wir hier sehen, was stattfindet, was ich schon erwähnt habe. Also es ist ein All-Star-Spiel, wo scheinbar die zukünftigen Talente reingeworfen werden und ja, das ist ein bisschen cool, ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Also das freut mich gerade extrem. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, wo das ist. Also hier steht All-Star Game. Ob das ist? Weil ich habe jetzt so ein bisschen Angst, wenn ich hier das... Also ich will das Match gegen die Grizzlies nicht spielen, weil gegen die haben wir schon mal gespielt. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, weil hier steht Play Next Appearance gegen die Grizzlies. Das heißt, ich kann wahrscheinlich noch ein Spiel weitergehen. Jetzt hoffe ich, mache ich keinen Fehler. Wisst ihr was? Ich speichere mal ganz kurz. Tja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht und verwirrt. Also, ich habe mal, wie ich es gerade gesagt habe, ich habe dieses Spiel hier simuliert, was ihr jetzt nicht seht, weil ich habe gespeichert und bin dann hier hingegangen, wo das All-Star-Spiel ist. Kurioserweise haben wir aber nicht gespielt da. Und jetzt gucke ich hier nochmal, ob irgendwie, vielleicht ist das All-Star-Spiel erst am Ende der Season irgendwo. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal das nächste Match spielen. Aber ich vermute, dass es gegen Fresno ist und das wäre kein All-Star-Spiel. Also, ich bin hier gerade so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, ob das jetzt irgendein Fehler ist, weil, oder ob es einfach nur ein Titel ist, den man irgendwo sieht. Ja, wir sehen, Grizzlies versus Rivercats, also wir spielen es jetzt einfach, was soll's. Wir spielen es jetzt. Für mich wirkt das gerade irgendwie nach einem Bug, weil wenn wir uns gesagt wird, hey, du bist in das All-Star, oder sind wir in der All-Star-Auswahl vielleicht, habe ich mich da verlesen? Ich hoffe, ich habe mich nicht verlesen. Wir streichen, es kann sein, dass es die All-Star-Auswahl ist. Noch kein All-Star-Spiel. Aber für mich klang, ich meine, da stand Game. Ihr werdet es besser sehen, werdet wahrscheinlich das Video nochmal zurückgegangen sein. Tja, akzeptieren wir mal, wie es ist und springen zu dem Spiel, kümmern uns heute darum und ja, dann gucken wir mal, wie wir es mit dem All-Star, ich gucke mir erst im Nachhinein nochmal an mit der All-Star-Sache. So, aber allgemein ist natürlich cool, dass wir in so eine All-Star-Auswahl berufen werden. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Sache und das zeigt, glaube ich, auch, wie weit wir mittlerweile sind. Also wer hätte sich das zum Start der Season irgendwie vorstellen können, dass wir ja auf so einem, ja, dass wir uns All-Star nennen dürfen. Hammer! Oh, ein bisschen hoch, ein bisschen sehr hoch. Aber ich, wie gesagt, ich schwinge gerne nach dem ersten. Danach kann man sich immer noch Gedanken machen. Oh, der sackt aber ab. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Ich schlag mal ein bisschen tief. Oh, der kam schön, schön ins Feld. Hätte aber nicht besser laufen können. Der Kollege läuft weiter. Oh, der Kollege läuft auch nicht weiter, bleibt stehen. Gut reagiert. Ich dachte nämlich, der Kollege läuft weiter. Im ersten Moment sah es so ein bisschen so aus. Ja, solider Base-Sit hier. Guck mal, was Adam Duval macht, der in dieser Season alleine 48 RBIs geschlagen hat. Und ich raste hier wegen 4 aus. Ja, ich meine, wir sind halt Sonny Van Hero, ne? Wir freuen uns auch über 4 RBIs. Er sieht so ein bisschen aus wie Vince Vaughn. Aber nur so ein bisschen. Ja, volles Haus wieder, haben ein Heimspiel. Ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal schon. Dammit. Oh, ne, wir sind raus. Wir sind raus. Schade, keine Arme, die auseinandergehen. Ach, spread your wings, Shiri. Da sehen wir es nochmal.
ja, war natürlich tief geschlagen, war natürlich ein Risiko. Und für uns natürlich auch ein großer, er hätte natürlich auch, wobei er nicht zur Third Base werfen können, da stand keiner mehr. Das war schon die einzige Möglichkeit, die er hatte. Und die haben sogar beide eliminiert, also haben hier ein Double Play gespielt. Upsala. Naja, wir gehen wieder ans Mal. Ich konzentriere mich jetzt wieder ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, ich halte mal für eine Sekunde die Klappe. Alle Bases sind nämlich beladen, hier kommt es jetzt wirklich drauf an. Oh, der wäre perfekt gewesen. Dammit, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, warum geht noch kein... War ein Foulball? War es ein Foulball? Ja. Der nächste. Tja, schade. Schade. Da hätte man definitiv mehr raus machen können, gerade mit allen Bases beladen. Tja, manchmal hat man Pech und dann kommt auch noch Unglück dazu, aber wir kriegen glücklicherweise direkt die nächste Chance, vielleicht so ein bisschen die Sache wieder gut zu machen, auch wenn es nicht besser wird, wenn keine Base beladen ist. Wo soll der denn hingehen? Wollt ihr mir den Kopf wegschießen, der Arsch? Meilenweit daneben. Wird nicht besser, Peacock. Wird nicht besser. Oh. Schade, hätte ich den durchgelassen, hätten wir laufen können. Der war nämlich sehr, sehr tief. Guck ich das mal an, wie tief der ist, mein Gott. Aber der war schön. Der ist richtig schön. Der geht auch ins Feld. Wir bleiben an der First stehen. Sicher, sicher. Ja, das war ein solider Treffer an der Stelle. Puh, es klappt ja doch noch. Ja, man muss auch Geduld haben. Also, da hätte man vielleicht sogar mehr rausholen können. Weil der flog relativ gut. Da hätte man vielleicht wirklich mehr rausholen können. Aber na gut, ich akzeptiere das so, was uns hier gegeben wird. Man muss mit dem Geschenk leben, was einem der liebe Gott gegeben hat. Tja, und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt im MLB, wo ich über Gott und die Welt rede. Weil mir keine Themen mehr einfallen. Das ist natürlich Quatsch. Wir finden immer ein Thema. Und ich bin auch immer dankbar, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, also wenn sich gerade so Themen in den Kommentaren entwickeln, da bin ich sehr dankbar für, weil ich die ja hier sehr gerne einfach auch aufgreife und dann so ein bisschen drüber spreche. Ist natürlich nicht mal ganz so einfach, in jeder Folge drauf einzugehen. Also ich weiß viele von... Also ich versuche, ihr merkt zum einen eh, ich bin sehr, sehr aktiv in den Kommentaren. Also wenn es einen Kommentar gibt, antworte ich eigentlich fast umgehend drauf. An der Stelle sei aber natürlich erwähnt, dass die Sache dann nicht ganz so einfach ist, weil ich nehme meistens ein paar Folgen hier am Stück auf, weil ich habe schon mal erwähnt, wenn ich so ein MLB-Video hochlade und lasse es, sagen wir mal, 15 Minuten lang sein, dann sind das 1,3 GB. Dafür brauche ich nur mal 4 bis 5 Stunden im Upload und es ist für mich nahezu faktisch nicht unmöglich, oder es ist faktisch unmöglich, möchte ich fast sagen, sowas dann jeden Tag hochzuladen, weil ich kann meinen Rechner auch nicht 24 Stunden am Tag durchlaufen lassen. Das heißt, ich nehme dann meist 2-3 Parts auf. Das ist eine Stunde Arbeit für mich. Lade das dann einmal über Nacht hoch und kann die nächsten Nächte den Rechner auslassen. Weil wenn der Rechner natürlich dauerhaft 24 Stunden läuft, wenn man Videos encodiert und hochlädt, das ja, ist natürlich ein Krampf. Oh, der fliegt. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, der fliegt. Oh! Wollen wir hier stehen. Ja, war eine Möglichkeit, eine Base zu klauen. Ich dachte eigentlich, der wäre aus. Der war aber scheinbar gut. Das können wir uns nochmal angucken. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Für mich sah der nämlich aus. Ihr habt gemerkt, ich bin stehen geblieben kurzzeitig. Wir gucken mal, wie der fliegt. Da seht ihr auch mal, wie ich handle. Bis nach da. Und dann habe ich ja gemerkt, der sah, lief viel los. Und dann sah der für mich aus, als ob der, wo ist denn der Ball? Da ist er. Also wenn es ausgeht, blieb dann stehen, weil das war übrigens auch ein Tipp, den, ich glaube, der Boogie mir damals gegeben hat, der immer sehr aktiv in den Kommentaren ist. Bleib einfach mal stehen auf der Hälfte, dann kannst du im Notfall zurücklaufen. Aber, wie wir sehen, der kommt ganz knapp rein und das ist natürlich perfekt dann, um weiterzulaufen. Also, sehr cool. Und deshalb auf das Thema nochmal Upload zu sprechen zu kommen, weil ich mache. Es ist halt einfach... Ich muss einfach ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Für mich wäre es auch lieber, wenn ich tagtäglich aufnehmen könnte, aber ja, irgendwo kommt auch die Zeit dazwischen und selbst wenn es nur 10 bis 15 Minuten pro Video sind, ja, die Zeit muss man sich trotzdem erstmal nehmen, weil es ist ja nicht nur das, es kommt dann noch zu, ich muss das Ganze in Premiere reinwerfen, also mein Videoschnittprogramm. Ich muss das Ganze bearbeiten, ich muss ja, eine Menge machen noch dahinter. Der Ton muss auf das Video abgestimmt werden, ich muss hier und da cutten, wenn ich mal in so ein Menü oder irgendwas reingehe, was ich halt ab und an mal anfangs gemacht habe, als ich dann den Kommentar deaktiviert habe. Da bin ich immer ins Menü gegangen, habe den Kommentar deaktiviert, das habe ich aber aus dem Video rausgeschnitten, weil es ewig lang dauert, die Sprecher laut und leise zu machen. Also es ist viel Schnittarbeit und es ist echt viel Arbeit. Also ich glaube, das unterschätzen immer viele, die meinen, ach, ist ja so easy hier, YouTube-Videos hochladen. Klar, ich meine, in dem Moment, wo man aufnimmt, ist es der einfachste Job der Welt, wenn man es Job nennen kann, weil ich leb ja nicht davon, aber es ist einfach eine Menge Aufwand dahinter. Und gerade wenn man dann so eine Gurken-Internetleitung hat wie ich, da dann möchte man schon mal eine Gurkenlaster umkippen. Oh, 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 oh. Ist der safe? Der ist safe. Der ist safe. Nice. Das Problem ist unser, ich glaube, unser ehemaliger Schlagmann, da gucke ich nochmal ganz kurz. Ich glaube, der wurde deaktiviert. Der wurde ausgeschaltet hier vorne. Wir gucken mal, der schlägt, läuft hier los. Der Ball fliegt zur Second. Der war ja safe an der Second. Warum ist er denn raus? Ach so, deswegen war er raus. Er wurde getaggt hier, wir sehen's. Ich denke, er wurde hier getaggt. Ja, ja, Berührung ist da, okay. Der wurde also schon auf dem Weg zur Base getaggt und wir sind mal wieder nah dran. Mal wieder. Nah dran und doch so fern. Ich möchte ja gerne irgendwann mal diesen Run schaffen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon einen geschafft? Kann man eine Statistikpflege machen? Boah, sowas hätte ich gerne. Ich hätte wirklich gerne jemanden, also wenn irgendjemand von euch zu viel Zeit hat, gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich hätte gerne jemanden, der die Zeit findet und für mich mal die Videos von MLB durchgeht und vielleicht aufschreibt, in welchem Spiel hatten wir zumindest Home Runs, in welchem Spiel haben wir einen Run geschafft, dass man sich einfach mal auf sowas berufen kann, so ein kleiner ist eh gelaufen, ne? Der Cuevas, der wurde glaube ich getaggt auch, doch nicht? Okay, war ein Foulball. Also ich würde gerne so ein kleines Cheat-Sheet hier haben, wie es ja auch die echten Sportkommentatoren haben. Das ist ja nicht so, dass die... Es gibt zwar viele... Strikeout hier. Es gibt zwar viele, die viele Sachen wissen, aber es sind natürlich trotzdem... Man hat einen Zettel da liegen, da sind Details über Spieler drauf, wo man sich halt so ein bisschen umschaut. Und sowas hätte ich auch gerne für MLB. Vielleicht hätte ich es mal selbst anfertigen sollen, aber da kommen wir auf das Problem mit der Zeit zurück. Oh, der kam gut. Der kam richtig gut rein. Ich konzentriere mich mal ein bisschen. Meilenweit daneben. Zu nah am Körper. Warum schlage ich ihn danach? Oh, dammit. Wobei, glücklicherweise geht er zu den Fans. Da habe ich jetzt sehr viel Glück gehabt, denn wenn natürlich ja, der Mann hinter mir, der Catcher, es gefangen hätte, nicht so angenehm. Oh, da hätte ich vielleicht nicht nachschlagen sollen. Der war sehr tief wieder. Ach, das sind diese Bälle, die schön gerade auf einen zufliegen und dann in letzter Sekunde abfallen. Das sind Arschlochbälle. Wir nennen die jetzt einfach offiziell Arschlochbälle. Bitte auch in die Statistik aufnehmen. Wann wurde ich von einem Arschlochball mit einem Strikeout bedient?
Wäre auch interessant, wie viele Strikeouts habe ich gesammelt bisher. Wobei, da gibt es mit Sicherheit eine Statistik hier im Spiel. Ja, 59 Trainingspunkte. Das ist nicht die Welt. Aber wir haben zumindest einmal... Wobei, eigentlich geht's. Also die Möglichkeiten, die wir hatten, 2 von 4, wo wir gelaufen sind. Ja, kaum mit Leben, ne?